Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu Folge 16 von Humaldo Plays Star Fox Adventures. Jo, es geht bei 63% weiter. So, kurz rufen wir uns in Erinnerung. Brut der Thorntail Mutter habe ich gerettet, Vortex zur Tempelstadt habe ich geöffnet und zur Tempelstadt bin ich auch geflogen beim letzten Mal schon in einem wieder wie immer sehr actionreichen R-Wing, in einer sehr actionreichen R-Wing-Sequenz. So, dann schauen wir mal, was da jetzt eigentlich genau zu erledigen ist. Tempelstadt, so. Schau mal, das Gelände ist wirklich ziemlich weitläufig, aber du musst die Bodenplatten finden, auf denen du den Terrashock anwenden kannst. Alles weitere ergibt sich dann schon. Okay, Desaster, hätten wir wieder mal die Lösung des Rätsels, bevor überhaupt das Rätsel über den Weg gelaufen bin. Ja, also, welches Spiel frei von Game Design Fehlern ist? Wer für den ersten Stein? Oh, unser König wird im Tempel gefangen gehalten. So. So. Gut, dann schauen wir. Ob da drüben schon zu kämpfen ist. So. Bist du ein Gegner? Schaut so aus. Okay, der T-Rex, der schaut relativ unzerstörbar aus. Schauen wir mal, ob ich ihn irgendwie mit Fernwaffen den Gauss machen kann. Na? Ja, der T-Rex ist relativ brutal, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. T-Rex ist eine wirklich die härtesten aller Dinosaurier. Zumindest in meiner Kindheit war das so. So. Aha, was ist da? Da geht's rein in den Tempel. Wieder eine unendliche Ladesequenz-Kaschierung. So. Und da geht's wieder raus auf der anderen Seite. Interessant, oder? Ah, passt ja. So, was bist du? Nein! Nein, ich bin hier ein Trottel. Was ist das jetzt schnell? Was? Okay, zum Glück sind die ja nicht wirklich recht gescheit. Also der wandert da einfach vorbei. Was genau? Terrashock. Ah! Okay, das heißt, ich war eh schon wieder mal meiner Zeit voraus. Ah, shit! Das ist jetzt natürlich... Das ist natürlich ein Zeiträtsel. Da muss ich jetzt in einer Minute genau den gleichen Weg nur mehr laufen und mich nicht da runter schubsen lassen. Spieledesigner lieben anscheinend getimte Sequenzen, zumindest bei Star Fox Adventures. So. Gut. Ja, okay, bitte. So. 20 Sekunden haben wir noch. Dann bin ich vielleicht da komplett am falschen, oder was? Ach Gott. Der Falsche. Ach Gott, da. So. Okay. Das war mal eine ziemliche Pleite. Okay, dann jetzt. Oh, da gibt es sogar einen Bombenfass-Erzeuger. Alter! Okay, Terrashock. So, ja, das hätten wir schon. Jetzt muss ich da irgendwie rein, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da rein, rauf, rüber muss. Oder muss ich beide gleichzeitig schaffen? Nein, wahrscheinlich, das kann man nicht vorstellen. Ja.
So, probieren wir nochmal den gleichen Weg. Ach Gott, was mache ich nur? So. So, lass mich vorbei, du Heini. Heini, hei da. Heino, was auch immer. So. So, und. Da oben. Und. Da wieder durchgeschweidert, gebetet, da Satz war ja wurscht, ein bisschen Energie. So. Genau, und da müssen wir jetzt anzünden. So. Bist du eben mitgekommen? Genau. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich nur rausfinden, wie man eigentlich. Warte mal, wo ist denn da? Wo bin ich da eigentlich gekommen? Wie funktioniert denn diese Landkarte da? So. Purpur. So, schauen wir mal da oben. Zack. Ja, okay. Ja. Hab eh Angst. So, hab super viel Angst. Okay. Da gibt es vielleicht auf der anderen Seite. Okay, andererseits, da ist eine Bombe. Ein Bombenfass. Das würde ja irgendeinen Sinn haben, oder? Warte mal, kann ich die Saurier? Ah! Die Saurier kann ich nicht mit Bomben zerschmettern. So. Nur wo, warte mal, da kommt ein Hinweis. Ja, da rein, aber nur. Ach Gott. So. Schauen wir mal, gehen wir mal auf diese Seite. Na! Falsche Seite. So. So, 30 Sekunden. Oh, diese Zeit vergeht ja eigentlich ganz schön schnell. So, dann da wieder auf. Aha. Da drüben ist es gerade oben. Das heißt, wahrscheinlich ist das da die falsche. Wahrscheinlich muss ich dann die. Aha, da gibt es ja auch nichts. Alter! Euthanasie! Jo. Orientierungslos? Okay, da unten ist auf jeden Fall der Aufgang. Deswegen müsste da. Schauen wir nochmal auf der Karte. Also auf der Karte da. Ist das rechts oben? Da muss ich hin. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich. Ein Eingang, den muss es da irgendwo geben. Ein Eingang, da gibt es aber keinen. So. Oder doch, da. Da ist der Eingang auf der linken Seite im. Okay, wie komme ich da. Wie komme ich da später auch rauf? So. Okay, dann da rein. Da rauf. Ach Gott. Ja, und warum? Ah! Moment. Ich hab genug. Ach Gott, keine Magie mehr! Ja, so, da gibt's Magie. Servus, Magie. So. Gut. Ja. So. Wow. So. Da muss ich schauen, dass ich den rechten Eingang finde. So. 45. Darauf.
da wieder runter. Und. Ach Gott, das war mir nichts, da bin ich einen Stock zu tief. Gescheit! Oh, Klick auch noch gehabt. Okay, da, das war nichts. So. Dieser ist es nicht. Ui, das wird. Nein, das kann ich. Das kann ich vor Gott. So, vor Gott. Oh. So, eine Sekunde. Ja, war ganz gut gemacht, würde ich sagen. So. Na, da bin ich jetzt erst wieder bei dem bisschen Schatz unten ab erst. Ach Gott. Da muss ich mich gleich am Ohr kratzen vor lauter Wunderung. Hm, interessant. Interessant. Ja, okay. Ich werde mir das jetzt Ganze mal ganz kurz abseits der laufenden Kamera anschauen und bin zurück, wenn das Rätsel gelöst ist. So. Scheint, das hätte jetzt endlich den richtigen Weg gefunden. Es ist ein bisschen verwirrend. Aber da. Da bin ich jetzt. Tricky Flame. Puh, ja. Wahrscheinlich habe ich in der Beschreibung, in der Lösung, im Walkthrough, habe ich wahrscheinlich die Reihenfolge verwechselt und habe ganz geglaubt, ich muss genau die andere, den anderen Weg nehmen. Ja, auf jeden Fall hätte ich jetzt, das jetzt geschafft. Und ja, wo ist jetzt diese Platte in den Boden versunken? Ich glaube, das war da hinten irgendwo. Während die T-Rexe da oder stumpf und dumm durch die Gegend voranschreiten. Und nicht minder beeindruckend. Jawohl, da geht's jetzt durch. Oh, bist du der Mister? Dad, you're okay. You're Papa. You don't have to worry about me. I am the king. I am the king. The famous Star Fox, hero of Dinosaur Planet. Yeah. That's me. And before you ask, no, I haven't got the spellstone, but I do know where you could look. Ah. To enter the lair of the Red Eye King, you must first find the two sacred teeth. Not an easy task, as they are protected by the very life force of the Red Eye tribe. Locate the magic cave. The answer lies within. Ah, ja. Okay, das heißt, da muss jetzt auf Zahnsuche, gell? Auf Zahnfühlung, Tuchfühlung. Okay, für diesen habe ich den Schlüssel nicht und für diesen habe ich den Schlüssel auch nicht. Klar. Ja, dann schauen wir mal, wo uns der Weg nun hin verschlägt. So, mal über diese Brücke drüber. Schauen wir mal. Okay, was sagst du, Chef? Look for other Earthwalkers. They will guide you on your quest. Egal, die Earthwalkers sind die Guten. So. Oh, gut. Dann schauen wir. Trickinger. Find. Schauen wir, was da schönes drin ist. Oh, ja, von denen habe ich schon gemurrt. Ach Gott. Ich stirb so selten, dass ich diese Dinge überhaupt nicht brauchen kann. Ja, ich will mich aber nicht beschweren. Oh, da drüben schreit irgendwas oben herum. Okay, da gehen wir. So, brennen. So, dann darf ich ihn wieder mal ein bisschen füttern. So, haben wir da nur ein paar schöne Rüben. Da, schau. Brav. Braver Tricky. I'm stuck. Ja, I'm stuck. So, sehr schön. Gut. Aha. So, was. Oh! Es vibriert. Aha. Achso, das ist, da muss ich wieder den. Die. Gott, wo ist mein Stab? Wo ist mein Stab? Aha, das war mir nix.
Okay, 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 okay. Okay, irgendwas will das Spiel da von mir. Terrashock. Bin ich da zu spät oder was? Wenn ich mit draufstehe, vibriert's. So. Vibration. Okay, und das hört dann auf wieder. Das heißt, vielleicht muss ich, ist es wirklich nur eine Timing-Geschichte. So. So. Nein? Okay, was ist das denn? Na, no, das ist auch nicht. Ja, was bedeutet das denn? Mein Stab da so glüht. Glacieris. Portal öffnet, Terrashock. Keine Ahnung. Naja, dann schauen wir mal weiter. Ach Gott. Warum klettern, wenn er springen auch könnte? So. Oder ist das da drüben eine Bombe? Okay, die muss ich abschießen, da gibt es wieder Sporen. Ah, okay, vielleicht muss ich. Da habe ich mir schon länger nicht mehr daran gedacht, dass ich theoretisch sprengen könnte. Aber das geht ja, glaube ich, nur, wenn das Spiel es so will. Schauen wir mal da weiter. Was da noch alles gibt. Das ist ja eigentlich jetzt bald mein Landeplatz, oder? So, was sagst du? Unter den Blättern verdorben. Okay, das war vielleicht sogar das, wo ich gerade, das ich gerade versucht habe herauszufinden. So. Gut. Das ist wahrscheinlich jetzt der. Da brauche ich wahrscheinlich genau. Ja. Da brauche ich den Schlüssel oder was auch immer. Na gut, okay. Ah, okay, da gibt es ja auch noch was. Ah, da kann ich sprengen. Bombensporen, also das ist ja direkt vor dem Bombensporomat. Ist dann auch schon die zu sprengende Bombenlocation. Schauen wir mal. Ach, die Wombats. Bringen wir nichts. So. Okay, was ich mit denen mache, weiß ich immer noch nicht, gell? Ah, okay. Ah, genau, alles. Dinosaur kann es herumtragen. Nur was, wohin? Puh. Ja, was will das Spiel? Okay, da war ja nur Kohle drin. Ist das dann nur ein Bonusraum oder was? Okay, scheint nur ein Bonusraum zu sein. Oder habe ich was übersehen? Habe ich etwas übersehen? Ich glaube nicht. So. Jo, dann schauen wir nochmal da zurück zu der Anhöhe und eventuell werde ich vielleicht die Lösung konsultieren. So. So, eventuell weiß ich gleich, um was es geht. Ja, vermutlich ist es wirklich ein Bombensporplatz. Es ist noch schon so lange her, dass ich ganz vergessen habe, wie das funktioniert und wie diese Bombenspor-Locations ausschauen. Oh, sehr schön, da geht's deep down into the underground. Und das schaut noch am Stab-Upgrade aus, was mich natürlich sehr, sehr freut.
Schau mal, was wir da Schönes kriegen. So, auf wieder mit dir. Und. Ja. Du hast den Seismic Shock erhalten. Die verbesserte Form des Terra Shocks kann sogar richtige Riesengegner umhauen. Oh! Ich schätze mal, dass ich mittels diesem Super Shock da jetzt die Dinos, also die fetten Tyrannosaurus umbringen kann. So, Hilfe, Weltkarte, Status. So, was haben wir da schon? Inferis, Glacias, Sharpclaw, Terrashock, Seismic Shock, Portalöffner, Lanzensprung, Sitz, Flamme, Such, Ball, Fuß. Na, jetzt bin ich gespannt, wie weit ich das da noch erweitern kann. Das ist jetzt alles? Bin ich voll ausgerüstet? Oder sind da noch freie Slots? Das kann ich jetzt schwierig sagen. So, 64% des Spiels, 12 Stunden. Schaut ganz gut aus. Jo! Dann schmeißen wir sie da auf. Tempelstadt. Da gibt es ja was zum Abschießen. Schauen wir mal, was passiert. Dann da, wenn ich da drauf schieße. Aha. Okay, vielleicht gibt es da noch mehrere von diesen Patches an den Bäumen. Da, schau. Da ist nichts. Vielleicht bei diesem Freund hier. Ah, ja. Sehr schön. Interessant, aber was bringt mir das? Aber ich schätze mal, das Spiel möchte gerne von mir, dass ich die fetten Saurusse da drüben umbringe. Schauen wir mal, was haben wir da? Seismic Shock, ja. Dann haben wir es jetzt mal da auf dem Stab. Alles klar, sicher, das Ding da geht ja erst auf, wenn die Gegner besiegt sind, wenn die vier Tyrannosaurus besiegt sind. Na, gerne, sehr schön. Ja, Humaldo hat voll den Durstblick. So. So, jetzt könnt ihr was erleben. Jetzt. Was hat sie dann da, oder wie? Oder muss ich nochmal? Jawohl, zwei von denen. Hahaha. So, hier hast du. So, stocken wir sie die Energie auf. So. Oh, bin einfach voll durch die Kiste durchgelaufen. So, Mr. T-Rex. Haha. Easy. Haben wir einfach overpowered. Die Saurier niedermäht. Das macht Spaß, das macht Freude. So. Servus, Franz. Wir sind den dürfte ich jetzt richtig gut erwischt haben. Und für was dieses Bombenfass da ist, weiß ich immer noch nicht. Her, Sepp, komm her. So. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Bombenfass. Ja, was auch immer dieses Bombenfass mir sagen will. So, war ich da drüben eigentlich schon? Na, aber da muss ich jetzt da nicht hin.
gehen wir ganz brav dorthin, wo uns das Spiel haben will. Nämlich da rauf. Zu diesem Tempel, zu diesem Schrein. Und dann hörte ich ihn schreien. So, dann bin ich schon mal gespannt. Ah! Schlüssel! Ah, okay, na, der erste Zahn. Sehr schön. Jo, Fanfaria! Yay! Ein Red-Eye-Gold-Zahn. So, cool. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Da gibt es ja drüben noch eine Art Labyrinth. Da muss ich aber von der anderen Seite reingrätschen. So. Da oben. Und wieder zurück. Zurück. Zurück, zurück. So. Tschitschik, 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 tschitschik. So, okay. Und da gibt es ja nichts zum Anzünden. Aber da müssen wir drüber über die Brücke. So. Ah, okay. Da kann ich ja gut. What? Okay, okay. Dann war das wohl ein bisschen voreilig. Ah, das ist wahrscheinlich. Interessant. Where are we going? Yes. Oh, warte mal, vielleicht. Ganz stumpf. Einfach mal ganz stumpf schauen, ob wir die einfach einsprengen können. So. Boom. Na. So einfach geht das nicht, mein Herr. Jo, puh. Okay, ich schätze mal, dass ich dann noch weitere Ziele auf den Bäumen losschießen muss. Die waren ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, immer in der Nähe von den Earthwalkern. Also schau ich einfach. Ja, egal. So. So. Okay, dann fällt. Okay, dann fällt noch eine. Ein Baum. Es fehlt ein Baum. Oh! Da gibt es sicher wieder nur so eine komische Wumbratte. Kommst du jetzt her? Du Viech. So, geht schon. Ja, egal. Fuck, Alter. Okay, da gibt es immer nichts. So. Dann schauen wir zum Osttor. Zum Osttor, weiter drüben. Na, da ist jetzt eigentlich, oder? Warte mal. War ich da jemals schon drüben? War ich da jemals schon drüben? Ja, das war genau das, wo ich nicht weiterkomme. Oder ist das da? Was bist du denn? Okay, da geht's runter zum See. Da drüben habe ich auch schon abgeschossen. Herrst! Das ist fies! Wo ist der vierte? Wo ist der vierte? So. Ja, das Tor, das Osttor, also das Westtor und das Osttor sind beide zugesperrt. Da vom Norden komme ich her. Okay, das ist jetzt. Wo könnte dann
Wo könnte da der vierte Baumschalter sein? Wo ist der vierte Baumschalter? Ah ja, da habe ich mich jetzt hergebeamt, da hat es nur einen versteckten Öhrfocker gegeben. Im Nordosten. Ja, im Tempel drin wird es sehr schwierig. Dann holen wir sie mal den letzten. So, jetzt sind dann alle vier Leuchten. Und jetzt? Oh! Ach Gott, das schreit wieder noch ein Timing-Event. So. Wo ist denn der Ring jetzt aufgetaucht? Da unten? Nein, oder? Oder ist das... Na. Ach Gott, da ist das Ziel. Da ist das Ziel von dem getimten Event. Das ist jetzt wahrscheinlich... ganz am anderen Ende zu erledigen ist. Jetzt müssen wir diesen Leuchtering erfinden. So. Ah, da ist er schon. Okay. Wahrscheinlich, ich schätze mal, ist wieder klassisches. Ja, da müssen wir ein bisschen in der Zeit. 15 Sekunden! Okay. Ah, okay. Die Ringe füllen die Zeit immer wieder auf. So. So, jetzt bin ich gespannt, ob es da noch eine große Herausforderung geben wird. Die größte Herausforderung ist einfach die Ringe zu übersehen. So. So, mein Guter. Sehr schön. So, und jetzt sind wir auch gleich am Ende angelangt. 8 Sekunden. 5. Und, tada, sehr schön, wunderbar, Fanfaria, wunderbar, Fanfaria. So, tada, sehr, sehr schön. Den Silberzahn hätten wir. Somit, gehen wir jetzt zumindest einmal in den Tempel runter und diese zwei Silberzähne einsetzen. Und da bin ich schon gespannt, was uns das an Möglichkeiten eröffnet. Okay. So. Zack, zack, zack. Das war im Süden, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Gut. Silberzahn und Goldzahn. So. Macht Sinn. Macht da Sinn. Oh. Jetzt geht's da noch unten. So, was sagst du jetzt, Papa? The sacred teeth. Ja, ich hab's gerade so gebracht. Kriegst du gar nichts mit, du? Ach Gott, immer diese Eltern. Oh. Aha. Bin ich dann in einen Bossfight hineingestolpert, oder was? Oh, da ist der Really T-Rex. Wow, geil. Geil-O-Matic. So, ich schätze mal, dass ich irgendwas machen muss mit dem. So, schauen wir mal, was. Geil.
Also das ist schon geil inszeniert. So, so. Ach Gott, was tue ich, was tue ich? Ich bin ein Idiot, so. Okay, da gibt es Sprengsätze. Okay, alles klar. Muss ich ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn er liegt. Was? Jetzt hat die Kamera irgendwie zentriert? Was ist jetzt? Okay. Aha. Schauen wir, bleiben wir getimed offen? Gott. Natürlich haben die einen Timer. So, wo bleibt er? In welche Richtung kommt er? So. Gut. Genau, jetzt. What? Okay. Das heißt, das war ein bisschen zu spät. Das heißt, eigentlich kann ich gut. Kann ich anfangen, wenn er zum Schreien anfängt. Zum Glück ist dieser T-Rex auch nicht unbedingt der intelligenteste. So, servus. So, und. Jawohl, so, sehr schön. Na! Genauso wenig intelligent wie ich. So. Wir haben dort getroffen, oder was? Hallo? Und jetzt? What? War das jetzt schon? War das gut? War das gewollt? War das das, was das Spiel von mir wollte oder nicht? So. Ah, okay, da bin ich. Okay, sind da jetzt vielleicht gar die Elektro? Nein, okay, das war wohl nicht. So. Nein, zu Fuß. Okay. Muss ich ein bisschen aufladen. Ach Gott, zu früh! Gott! So, fährt er mal. Ah, hier der zweite Chance. Okay. Jetzt war er ums Eck. Oh! Okay, jetzt ist. Dieser eine ist aus.
Okay, das heißt, ich muss mein Glück hier versuchen. Oder? Jawohl, okay. So. So, jetzt ist die Kamera automatisch hinter mir. Die Kamera will, dass ich flüchte. So. Wo sind die nächsten Elektroschocks? Oh, uiuiui. Hier sind die Elektroschocks verschwunden, oder was? Hallo, liebe Elektroschocks. Na, okay, sind wieder erlaubt. Elektroschocks ausschließlich, ausdrücklich erlaubt. So. Gut. Dann das ganze Spiel noch einmal. So, mein Lieber. So, schreien sie ein bisschen. Jawohl. So. Und Flüchtibus. Und da setzen wir es wieder eh nur schnell. Ja, ist jetzt nicht der gescheiteste Dinosaurier vom Bauernbund. So. Ich muss eigentlich nur warten, dass die Elektrofallen wieder aktiviert werden. Zum Beispiel. Sehr schön. Gut, dann machen wir das ganze Spiel noch einmal. So. Sehr schön. Schauen wir, wie oft der das nur aushält. Mr. Rex. Oder? Oder würde ich wieder was anderes von mir? Ah, interessant. So. Puh, ja, gute Frage. Auf seinem Schädel leuchtet ja was. Jo. Moment! Ja, anscheinend mache ich alles richtig, nur habe ich vielleicht nicht richtig getroffen. Also es ist schon die richtige Strategie, die ich da an den Tag lege. Aber... Ah, okay. Nur... Habe ich ihn wahrscheinlich nicht richtig getroffen. Schau mal. So, er schreit. Oh, aber interessant. Echt seltsam, laut Beschreibung muss ich genau das machen. Genau das und nichts anderes. So. Da gibt es wieder Elektro, da sind wieder Elektro. Ach Gott.
Kacke, das habe ich ziemlich dumm gemacht. Halbes Herz noch. Sehr halbherzig wieder mal unterwegs, der Humaldo. So. Okay. Das ist ja. Das ist wieder mal, ich habe mich eh schon am Arme drüber beschwert. Das ist ziemlich Arsch vom Finde. Dass dieses Spiel. Kein Lock-On-Modus hat. Das heißt, also man sieht, es hat den Lock-On-Modus, aber ich sehe nicht, es ist kein Fadenkreuz oder was auch immer, keine Zielmarkierung über den Gegner, wenn ich ihn angelockt habe. Deswegen ist es jetzt für mich ja gerade schwierig zu sehen, ob ich ihn richtig triff, wenn ich ihn anschieße. Muss ich weiter wegstehen? Muss ich weiter zubi? Muss ich näher zu ihm hin? Ah! Okay, alles richtig gemacht! Geil! Es war jetzt ganz schön ein. Ja, während er auf mich draufgestiegen ist, hat es die Bombe zerrissen und somit er getötet. Oh! Wow! Fox, Alter, du! Superheld! Animationsdepartement ist glücklich. Yeah! Fuchs! Besiegt Saurier! Na, das war nice! Das war nice! Hast du gar kein schlechtes Gewissen, dass du ein fast ausgestorbenes Geschöpf getötet hast? Have you got it? Jo! Dad, look what we've got! Well done! You have both made me very proud! Hey, klar! Gern! Worry, son. I will stay within the city until it is returned to the planet. I will see you again soon. Now let's waste no more time. You have a spellstone to take to the volcano. Okay, cool. Jo, also ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Runde. Und das war's auch schon wieder für dieses Mal. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann anschauen, was wir mit diesem Spellstone, mit diesem Runenstein da jetzt auch wirklich machen. Danke wieder fürs Zuhören. Freut mich wie immer sehr, wenn ihr euren Weg findet zu einem von meinen Videos, auf einem von meinen Kanälen. Und wenn es euch gefällt, dann zelebriert und huldigt den Alk. Also abonnieren, liken, kommentieren und schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es wieder irgendwo ein Video von mir gibt. Und das würde mich sehr freuen. Danke auf jeden Fall für alles und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.